Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404 History Edition. Wir sind wieder da. Und er kauft erstmal fett ein. Der sponsert schön brav. Ja, ja. Wir haben jetzt ein Sponsorship am Laufen. mit dem Großvisier. Ja. Okay, die Bevölkerung sehnt sich nach... Oh, guck mal das dann, ja. Das ist toll, ich kann die Häuser alle abreißen für Holz. Nice. Das Gute ist, da wo ich jetzt die Dings eingenommen habe, kann er nichts mehr Neues bauen. Das ist das Einzige, was... Deswegen nehme ich die Dinger gerade ein, weißt du? Oh lol, auf der anderen Seite haben wir tatsächlich auch bald wahrscheinlich die ganzen Bürgerhäuser da, ne? Oh je, das wird witzig. dieser Pirat, ey. Ist halt auch mittlerweile echt lächerlich, ne? Ah! Was? Ich habe ein Transportschiff gesehen, das muss ich noch abfangen. Oh nein! Nein! Oh nein! Ja, ich werde es rechtzeitig schaffen, so ist es nicht, aber... Das ist ja... Frechheit. Ja gut, es ist halt auch schon zur Hälfte tot. Boah, hat schon wieder einen neuen Konto gebaut, ey. Es nervt, ey. Also, die KI. Marie. So, hier oben hoffe ich, dass ich das jetzt dann zerstört habe. Haben den Feind, hier kann ich ja weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Da kann ich ja mal nachhelfen. Dann geht es schneller, das brauche ich nicht übernehmen. Weißt du, was witzig ist? Man kann die Trutzburg zum Konto ausbauen, das dann. Wir sind bereit. Ich kann halt die das finde ich so ein bisschen nervig, dass du mit einem Orden nicht in das Markus reinmarschieren kannst, ja. Weißt du, da steht jetzt eine Militärstellung in die inmitten von so drei Markthäusern bei mir, ja? Und die chillen da ihre Basis einfach nur. Die machen aber nichts. Ja, die könnten jetzt einfach das Markthaus abfackeln, ja, theoretisch. Zünd's an. Verbrennt es mit Feuer. Ohne eure Hilfe kann ich diesen Das musst du gucken, ob wir es machen können. Ja. A lot of paper. Ja, ich lasse es einfach mal. Indigo. Und gar kein Indigo. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, my boy. Ja, dann lehn's ab. Nee. Machen wir nicht. Ich war wohl zu voreilig. Dori. Ich war wohl zu voreilig. Okay, ich versenke jetzt das Flaggschiff wieder, ja. Auch zum 50. Mal. Ja, mehr. Ich glaube mehr. So, ihr greift mal bitte das Ding an. So, ihr seid wann eingenommen? In 3 Minuten. Und die, oh, das kostet, braucht 11 Minuten. Okay, aber wenn ich das eingenommen habe, in 3 Minuten und das zerstört habe, dürfte ich dann schon einen großen Chunk von der Insel eigentlich besitzen. Und die hier brauchen halt noch wieder ewig. 32 Minuten. Weißt du, ich finde es halt auch so lächerlich. Warum braucht es 32 Minuten, so ein Markthaus einzunehmen? Da laufen meine Soldaten im Kreis drumrum. Und die können es nicht einnehmen innerhalb von 5 Minuten. Nein, es braucht 30 Minuten, bis sie das komplette Ding durchsucht haben, Tristan. Oh Mann, ey. Ja, like... Don't ask me what they're doing. Wie gesagt, die chillen da einfach nur. Die haben keinen Bock, irgendwas anderes zu machen. Okay, hat da halt auch nichts mehr. Marie hat da nichts mehr. Ich greife jetzt schon einzelne Häuser an. So tief bin ich gesunken, Tristan. Ja,
klar, ne, wenn dir langweilig ist. Weil es so ewig dauert, die Gebäude einzunehmen. Okay, kann ich den Palast angreifen? Macht sie platt! Wer schmettert sie? Ja, ich glaube, der Palast zählt als Handelsgebäude. Das muss ich zerstören. So, ich habe jetzt mal die erste Kanonenstellung gekauft. Boah, was ist mit dem Negativen, weil Tristan das getan hat? Ja, und weil ich Kaffee gebaut habe. Kannst du die Steuern von denen unten nicht irgendwie mal hochsetzen? Könnte ich auch noch machen. Ins Gelbe, siehst du mal. Ja, guck mal. Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Oh wow, jetzt sind wir gut positiv. Ja, ich habe ja das Problem, ist, ich habe alle anderen, habe ich halt schon im Gelben. Ja. Okay, das wird jetzt eine Weile brauchen, habe ich so das Gefühl. Jawohl. Okay, die Kanonenstellung hat aber... Dainia wird gegriffen. Hat aber decent Range, die Kanonenstellung. Ja, ne? Aber vielleicht, weil es kein Katapult ist, kann sie nicht über Gebäude drüber schießen, wie in Anno 1602. Ey, also 1602 Kanonen sind... Wo du sind Bäume broken. Abschießen musst, weil die Map blockieren. Aber immerhin kannst du es, ja? Ich liebe es. Alles fertig. Das ist so herrlich dumm. Okay. 6 Sekunden, Tristan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, das Gebäude ist einfach... Das ist ja eine Riesenkanone, ey. Warte, ich muss das mal angucken. Das ist ja keine Kanone, das ist ein Schiffsgeschütz. Das ist... Guck mal die Schiffe an, Tristan. Und guck die Kanone an. Ja, like die Kanone. Das ist kein Schiff. Die Kanone schießt einmal und so ein Schiff wird einfach in die Stücke gerissen. Einfach versenkt. Instant versenkt. Die Kanone müsste 1000 Damage machen, Alter. Von der Größe her. Ihre Schiffe wird von Korsaren überfallen. Och, nervt mich doch nicht. Gegen das kleine Handelsschiff, ey. Die Kanone müsste halt wirklich literally 1000 Damage machen, eigentlich. Ja, ich baue gleich noch eine. Sobald available ist. Oh, geht gar nicht. Wir haben kein Militärbudget mehr. Echt? Ja, wir haben nur 119 Militärbudget und mit der Kanonenstellung sind wir bei 118. Ja, okay, das ist fein. Jetzt haben wir Einwohner verloren und jetzt haben wir nur noch 117 Militärbudget. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil wir zu wenig Kaffee haben. Oder irgendwas brennt irgendwas, oder? Irgendjemand ist unzufrieden, die Pest oder weiß ich was. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. I don't know. Wir hören! Er hat wieder ein Konto gebaut. Das ist, ich bin eine Sekunde nicht da, um den Konto anzugreifen. Der baut ein neuer Konto. Und ein Wachturm. Einfach wieder hingebaut. Eure Anweisung? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das Witzige ist, ich habe... Ach, die Kapelle kann ich abreißen. Was? Sie besitzen dieses Objekt nicht. Oh, Tristan, du kannst Mauern nicht abreißen, wenn du die übernimmst. Witzig. Null. Na, ich wollte die Mauern hier abreißen, sie besitzen dieses Objekt nicht. Mami. Ich will aber die Mauer abreißen. Jetzt hat das Game sich gedacht, nö, mach ich nicht mit. Machen wir nicht. Machen wir hier nicht, Bruder. Sie besitzen dieses Objekt nicht, Alter. Wir haben eine gegnerische Einheit besiegt. Warum? So, ich kill jetzt mal dieses arme Schiff, was die ganze Zeit unser armes kleines Handelsschiff ärgert. Ich frage mich halt echt, wieso konnte ich jetzt aber eigentlich den anderen Marktplatz nicht einnehmen? Kann nicht länger benutzt werden. Warum konnte ich den Marktplatz nicht einnehmen? Das verstehe ich jetzt nicht, weil da noch ein Markthaus in Range war, oder? Auf einer Insel ist ein Sandsturm aufgezogen. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Oh, okay, das ist nicht unsere Insel. Das ist schon mal gut. Das ist so witzig.
meine Taten als Vorbild. Ja, ich weiß nicht. Warum machst du das nicht, Helena? Genau, tu es doch mal einfach, Helena. Hör auf, ein Bündnis mit Marie zu haben. Schließ dich uns an. Schick deine ganzen blöden Transportschiffe Richtung. Macht sie platt! Maries Inseln. Ja. Südlichen Inseln. We don't care about them. Wir sind halt einfach im weißen Bereich mit Helena. Hör zu. Wag das mal. Ja, ich habe keine Expeditionskarte. Was ist das? Gibt's so wie in 1800 Expeditionen drin, um neue Ländereien zu entdecken, oder? Ja, Ländereien nicht, aber halt so Ausrüstung. Das gab's in 2070 auch schon. Ja, ja. Euer Befehl. Werkzeug und Wein. Okay, Tristan, kann ich mir die Einheit da mal schnappen? Ja, ich wollte eigentlich noch eine zweite bauen und dann gleich zwei losschicken, aber das können wir ja gerade nicht, weil wir kein Militärbudget mehr haben. Tut mir leid. Deswegen, ja, gönn dir. Mal gucken, wie viel Damage die macht an einem Markthaus. Ihr Befehl. Lass das Transportschiff vom Flaggschiff eskortieren. Ja, wenn es dann mal rausgekommen ist aus dem Kontor. Dann natürlich gerne. Oh mein Gott, aber guck mal, die haben so eine Kutsche, so eine süße Kutsche mit so einem Planwagen. Sieht voll süß aus. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ist ein bisschen nervig, dass der Marktplatz nicht einnehmen konnte oben. Alles fertig. Ihr seid nicht. Aber wird angegriffen, kommt gleich. Oder auch nicht. Das Game warnt mich nicht mehr vor, wenn mein Schiff angegriffen wird. Das passiert zu oft. Ja, das. Aber dann, wenn ich denke, dass du es machst, dann macht es einfach nicht. Ihre Truppen waren Sieger. Wir stehen zur Verfügung. Ihr seid nicht rein. Wir sind also nicht reinen Herzens, okay. Als rein Herzens bezeichnen. Ja, Marie behauptet es. Ich helfe euch gerne aus. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die Armee marschiert los. Was wünscht ihr? Jawohl. Erteilt euren Befehl. So in der Theorie, ne? In der Theorie. Hat Marie ihre Insel dann fast verloren. Auch ich verstehe. Und die Unit ist da. Soll ich das Flaggschiff gleich wieder runterschicken, Tristan? Ich schick's wieder runter. Wenn du möchtest, ja. Oder soll ich's. Warte, ich schick's an die Hauptinsel. Kannst du, wenn du willst, auch Ressourcen mitnehmen. Ich brauch keine. Warte. Unser Volk leidet Hunger, Tristan. Na gut. Paar Leute aus. Ein ganz großer Chef. Die paar Leute, die ja noch existieren, meinst du? Die Überbleibsel von Maries Volk. Oh, jetzt hat sie Pottasche. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein.
Oh, sie hat oben wieder ein Dings gebaut. Ein Marktplatz. Wie nervig kann man sein? Marie so, ja. Schon wieder ein Transporter. Eines ihrer Gebäude steht unter Beschuss. Wir stehen zur Verfügung. Naja, das ist... I know that. Julian bombardiert den Palast. Ja, muss ich ja irgendwie. Das zählt als... Maries Haus brennt. Das zählt halt als Dings, ne? Als Handelsgebäude, Tristan. Das ist wie ein Marktplatz, glaube ich. Stimme dem Handel zu. Hilarious. Aber du kannst ihn nicht erobern, ne? Nee, leider nicht. Ich hätte ihn auch lieber erobert und als meins, als mein Palast gebrandmarkt, aber... Mein. Aber irgendwie lässt das Game das nicht zu. Ein fairer Handel. Könnt ihr jetzt... Also das Einhornregiment braucht so lange, bis sie ihre Base aufgebaut haben. Währenddessen werden die einfach beschossen. Ja, großes Heerlager halt. Eine Novia. Ja. Nee, ich ignoriere das jetzt. Der Sandsturm ist Gottlob vorüber. Hast du irgendwas kaputt gemacht bei ihr? Nö. Dann oh, sieht nicht so aus irgendwie. Doch, irgendwas hat es kaputt gemacht. Da oben ist so eine Noria, wo nichts drumherum sitzt. Außer sie war vorher schon so. Könnte natürlich sein. Wir stehen zur Verfügung. Yay. Ich Attack. Nicht vor euren Söldnern. Du fürchtest uns nie, dich nicht. Die Kanone ist da. Oh, geil. Ich darf erstmal. Oh mein Gott, das ist der Turning. Wow. Es macht 14 Damage. Naja. Na, 24 Damage. Aber die Feuerrate ist genauso wie bei einer Trebuchet. Na. Was wünscht ihr? That's good. Macht vor allem mehr Lärm. Zerschmettert sie! Was wünscht ihr? Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Alles klar. Oh, Christoph versenkt das Popbüchchen. Kann ich den da? Ich bin eigentlich aus dem Ozean aus angekommen. Hallo, Schiffe. Komme ich da genug, nah genug ran? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Oh, nervig. So, der Palast dürfte jetzt eigentlich abbrennen, hoffentlich. Hoffentlich. Ja, ich lass es lieber noch weiter feuern. So, da war hier nämlich die kleine Truppe. Und setz die einfach mal hier oben hin, damit ich das Markthaus einnehme. Hoffentlich irgendwann damit doch den Marktplatz. Ja, der Palast. Oh, Norias. Tristan, haben wir nicht nur große Norias freigeschaltet? Ja. Können wir die nicht einfach bauen? Teuer. Und auf der anderen Insel, wo ich neue Kaffee gebaut habe, habe ich zum Beispiel eine große gebaut. Ja, guck dir die mal an. Die sieht auch nice aus. Ja, warte, den muss ich mir... Erstmal die ist in der Mitte der Insel. In der Mitte der Insel. Oh, mit so richtig schönen Wasserrädern. Ist ja geil. Ja, also große Neuer sind nice. Auf jeden Fall. Gut, Drissa, und mit dem Fakt, Tristan, dass ich zum ersten Mal eine große Noria in dem Game gesehen habe, beenden wir jetzt hier die Folge, hätte ich gesagt. Schön. Schön. Gut, dann hau da rein. Bis deine zum nächsten Produktion Mal. Kommt zum oh mein Gott. Das ist absoluter Krieg. Bis zum nächsten Mal. Tristan kann nicht.